Hey ho und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Assetto Corsa. Also eigentlich ist es gar kein Let's Play, nur so ein kurzes Infovideo, nämlich wie wird es mit dem ganzen Kanal weitergehen. Ich habe eine neue schöne Technologie mir hier angeholt, wie man es schon sehen kann. Eine VR-Brille. Ich werde die jetzt mal aufsetzen. Hoppala. Jetzt ist sie an, jetzt bin ich hier schön drin. So sieht das Auto aus, mit dem wir heute eine ganz kurze Runde fahren wollen. Ich werde mich da mal reinsetzen, muss ich das mal hinkriegen. Ja, ich habe keinen Kopf, wie man gerade sieht. Hier unten ist noch dieser blaue Rand, weil hier ist natürlich jetzt der Stuhl, wo wir sitzen wollen. Und den habe ich dann nicht als, ich sag mal, Spielzone markiert. Ich werde mich mal reinsetzen. So, hoppala. Ich hoffe, der Ton stimmt so noch einigermaßen. Das Mikrofon steht jetzt natürlich woanders als sonst, ein bisschen weiter weg. Und jetzt muss ich mal kurz Maus und Tastatur hier finden. Das ist mal ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, ich habe versagt. Okay, das Mikrofon habe ich gefunden. Ich muss sie nochmal kurz abnehmen. Ja, ich habe sie woanders hingelegt, als ich gedacht habe. Und da ist man halt schon relativ aufgeschmissen, genauso wie mit den Tasten und allem. Hier ist meine Maus, das ist hier die GUI, wie man sie kennt. Ich bin jetzt hier, ich glaube, auf der Strecke, das Setup ist noch von irgendwie der ersten oder zweiten Folge, die ich hier immer so genommen habe. Und ich habe aber auch gar nicht so viel geübt. Es ist halt doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Einfach, man hat eine ganz andere Sicht, aus der man ausfährt. Und natürlich, ich denke mal, für euch ist das Bild nicht verpixelt, das ist normal Full HD. Bei mir ist es natürlich so, ich sitze halt direkt vom Bildschirm durch die VR-Brille und dadurch sehe ich hier auch jeden Pixel. Es ist nicht weiter störend, es ist halt eigentlich nur störend, wenn man sich wirklich drauf konzentriert. Okay. Ich wundere mich gerade, also mein Force Feedback ist gerade aus irgendwelchen Gründen stärker geworden. Das ist sehr interessant. Das hatte ich jetzt noch nie, obwohl ich das Spiel jetzt schon viele Stunden gespielt habe. Aber ich wollte es eigentlich eh stärker stellen. Deswegen ist das jetzt nicht so das Problemchen. Ja, es ist mir auch fast ein bisschen zu stark jetzt. Und ja, es ist eigentlich echt super cool. Ich habe hier am HUD noch ein bisschen was geändert, weil genau da ist noch die Reifentemperatur. Aber da muss man sich halt so weit dehnen. Da muss ich vielleicht nochmal, das habe ich als Tipp gesehen, einen Button legen, dass man alles komplett ausblendet und es dann normalerweise in, ja, genau, das Sichtfeld legt. Ja, das Force Feedback, das ist jetzt echt ungewohnt. Und ich war hier natürlich auch super entspannt. Und das ist auch noch ein Haar in meiner Brille. Es ist halt so, ich muss mich hier echt noch dran gewöhnen, aber es werden dann in Zukunft auf jeden Fall Folgen hier kommen, die mit VR-Brille gefahren sind. Das wird aber vermutlich erst, ich habe so viel, was ich noch hochladen muss, in ein bis vielleicht sogar 2 Monaten sein, wenn ich Pech habe. Zum Beispiel jetzt habe ich auch lange nichts hochgeladen, weil wegen Urlaub, beziehungsweise ich habe auch noch andere Hobbys, die ich auch gerne mache. Und ich hatte einfach nicht so viel Lust auf YouTube jetzt in letzter Zeit. Jetzt habe ich es natürlich wieder. Und deswegen wird jetzt erstmal in näherer Zukunft mehr kommen. Wir fahren nochmal eine Runde, einfach so, weil es so schön ist. Und dann werde ich mich vielleicht nochmal in irgendwelche Online-Lobbys begeben. Weil man muss es halt auch echt üben mit den Spiegeln. Das ist noch nicht so intuitiv, da reinzugucken. Klar, ich habe. Upsala. Wenn man mit einem echten Auto fährt, macht man das natürlich auch. Aber hier ist es halt noch so ein bisschen. Ich bin es halt gewohnt, halt Tasten zu drücken, um nach rechts und nach links zu gucken. Bzw. nach hinten. Jetzt geht das natürlich nicht. Wenn ich jetzt die Taste, um nach hinten zu gucken, drücke, dann passiert einfach gar nichts. Meine Haarschaltung muss ich dann auch mal demnächst in Ordnung bringen. Die kann ich nämlich hier an dem Sitz noch gar nicht anschrauben. Da wollte ich eigentlich schon seit bestimmt wieder einem Monat was mit zusammenschustern. Muss ich allerdings Metallbleche bestellen. Holz habe ich schon bestellt oder beziehungsweise gekauft im Baumarkt. Und ja. Aber ich muss echt sagen, es ist schon super, super cool mit so einer Feuerbrille. Uppala. Ja, momentan gibt es ja super günstig bei Amazon. Nicht mehr, glaube ich, da ist sie schon ausverkauft auf der Seite von Oculus. Bei Saturn, da habe ich sie mir jetzt gekauft und ich glaube, beim Mediamarkt gibt es sie auch.
Das ist halt so ein ganzes Set mit noch zwei Touch-Controllern, die liegen da unten irgendwo, neben dem Stuhl. Ja. Genau, hier ist zum Beispiel auch noch so eine Sache, wenn ich ins Kiesbett fahre, habe ich irgendwie massiven Lag, da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie Rauch oder sowas oder Rauchschatten vielleicht in den Spiegeln oder sowas einstellen muss oder sowas. Ich habe da jetzt mit den Grafikeinstellungen gar nicht viel gemacht. Das ist nahezu auf Ultra, also relativ hohe Einstellungen, da bin ich echt super glücklich, dass das so flüssig läuft. Und ja, soll jetzt nicht zu lange werden, das Video, ist ja eigentlich nur ein kleines Infovideo, also so, das wird mit dem Channel hier passieren, das würde Richtung VR gehen. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich. Also in dem Sinne, haut raus, bis zum nächsten Mal.